R-E-W-I-N-S-I-D-E. Hey, hey, yeah, Gaming-Zeit. Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu dieser neuen Folge von Craft Attack. Im Metaverse hat die liebe Jodi Kalisse. Was geht? Na, alles gut? Ja. Ich wollte dir mein Haus mal zeigen. Und okay. Jodi, ich habe jemanden, der jetzt bei mir einziehen wird. Das bist du. Guck. Sieht dieser Mensch nicht aus wie du? Also, warte. Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt, Jodi. Ja. Fühlst du dich damit wohl, wenn du das jetzt bist? Ja, also besonders dieser eine grüne Fleck da, der ja. Nicht mehr, also der hier am Rücken, ja. Der ist ja genau da. Das ist genau das, so wie du auch aussiehst, genau. Oder? Perfekt, Leute, ich würde sagen, wir suchen mal ganz kurz ein paar wunderschöne Name-Tags, wenn ich hier irgendwo welche habe. Oh, das ist die Clickbait-Kiste, Jodi, guck mal. Du glaubst niemals, was ist in dieser Kiste ist. Kein Clickbait. Hier haben wir Name-Tags, so pass mal auf. Ich nenne das Ding... Was ist denn da drin? Was? In der Kiste? Ja. Glaubst du nicht, was da drin ist, Jodi? Das ist Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Oh mein das Gott. Geisteskrank, das ist heftig, Alter, ohne Witz. Habe ich denn genügend Eisen? Pass mal auf, Leute, wir machen jetzt mal einen Amboss und dann zeige ich Jodi mal ein bisschen mein Haus. Wir wollten noch ein bisschen was an der Batcave bauen, dachte ich mir. Und ich dachte, das wäre für dich ganz interessant, wenn ich dir mal zeige, was ich eigentlich den ganzen Tag so bei Craftech mache und warum ich immer so spät nach Hause komme. Ja, so. Das ist schon ganz interessant. Ne, eben, will man ja auch mal gesehen haben. Ja. Aber erstmal, Jodi, möchte ich, dass du bei mir einziehst. So, pass mal auf. Okay. Wie soll ich dich nennen? Soll ich dich Jodi Kalussi nennen? Ja, ne? Oder? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Ganz gut. Jodi Kalussi, pass auf. So. Am besten evolved.de/. Ja, okay, alles klar, alles klar. Okay, guck mal, jetzt bist du da. So, Jodi, und jetzt bringen wir dich. Was machst du da? Mein Handy leise. Ach so, ja, du kannst auch gerne was hören, wenn du möchtest. Das sind auch Kopfhörer, ne? Oh. Ja, ja. So, jetzt müssen wir Jodi Kalussi mal ganz kurz zu uns rüberbringen, Leute. Das machen wir mal ganz kurz. Mal gucken, ob wir irgendwo ein Boot haben. Beziehungsweise craften wir uns einfach mal ganz kurz eins. Und dann bringen wir Jodi in den Keller. Und dann gibt es eine kleine Roomtour. Und wir bauen ein bisschen was in der Batcave weiter, Leute. Ganz entspannte Folge heute. Moin, Kevin, was geht? Schau mal hier, ich fahre dich jetzt erstmal zu mir in den Keller. So, siehst du das? Du hörst gar nichts. Oh, das sieht voll hübsch aus. Ja. Das ist mein Haus, da wohnst du jetzt mit mir. Oh. Pass auf, warte. Wir machen mal ganz kurz hier den Eingang auf. So. Also nicht, mach die Augen noch zu, Alter. Mach die Augen noch zu. Du darfst doch nicht. Warum kann man mit dem Boot fahren? Mit dem Boot, warum man damit fahren kann? Ja. Auf Land? Ja. Weil. Ah! Ne? Gut. So, pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Okay, das war eben wohl Zander doch nicht vom Ufer, weil Zander schreibt gerade hier in Minecraft. Ich hab mich schon gewundert, Alter. Eben war ein Typ vom Ufer, der sah genauso aus wie Zander. Ich dachte schon so, hä? What? Alles klar, okay, Jodi. Das Problem ist, Gomma hat letztes Mal meine Mitbewohner umgebracht, aber diesmal wird das nicht passieren, weil du darfst wenn jetzt mich umbringt, als allererster in der Batcave wohnen. Schau dir die Batcave an. Woo! Oh! Guck dir das an. Ah! Oder? Voll schön, oder? So, Jodi Kalussi, pass mal auf, wir bringen dich mal ganz kurz hier schön. Rüber. So, so mal schauen, dass du hier rüberkommst. So, komm mal her hier. Einmal aussteigen, bitte. Das ertrinke ich doch. So, nein, Jodi. Das ist alles geplant. Das ist alles durchgeplant hier. Und jetzt würde ich sagen, setze ich dich da drüben erstmal. Ich verstehe, so wie in echt so. Ich weiß halt einfach nicht, was ich machen soll, wenn du weggehst. Dann stehe ich da so. Genau, genau. Man kennt das von dir, Pass mal auf. Ich würde sagen, Jodi, wir packen dich jetzt erstmal natürlich nur übergangsweise, ne? Würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wie bin ich eigentlich da hingekommen? Wie? Ja. Ich habe dich eingeladen. Du bist meiner Einladung gefolgt, weißt du? Ich bin Gentleman, du bist einfach gekommen. Dann machen wir es erstmal so, pass mal auf. Das ist jetzt nur übergangsweise, also nicht wundern, okay? Das bleibt nicht so. Keine Sorge, Jodi. Wir müssen nur sicher gehen. Ja, warte! Wir müssen nur sicher gehen, dass du... Da kriegt man doch noch nicht mal Luft. Ja, doch. Dir geht's da gut. Keine Sorge, ich werde dir ein richtig schönes Wohnzimmer einrichten, okay? Es wird richtig, richtig schön hier für dich. Guck mal, Alter, du wohnst jetzt bei mir. Ist das nicht schön da? Ja, geht Jodi Kalussi. Voll schön, oder? Ja, es geht so. Willkommen bei mir, Alter. Guck mal, deine Schweinchennase ist alles realistisch, Alter. Alles schön. So, schau mal hier, Jodi. Das ist meine Batcave. Und wie findest du die? Die habe ich unter meinem Haus das gebaut und hier schön. Kommt nochmal richtig krank viel Shit rein. Hier kommt eine Farm hin und so weiter und so fort. Und die Leute warten eigentlich nur darauf, dass ich damit anfange. Oh, das ist sogar ein aber, Auto. Aber seit zwei Wochen erzähle ich nur darüber, was hier alles kommt. Ja, das ist das Batmobil. Guck mal, wie findest du das? Das mit den Auspuffen? Cool. Auspüffen? Auspuffen? Sieht ganz geil aus, oder? Was ist, wenn ich das in die Luft springe? Dann bin ich echt traurig, weil das hat nämlich echt eine Menge Arbeit gekostet, Jodi. Das macht man ja nicht. Ne? Du bist da hinten jetzt erstmal schön safe. Guck mal, du hast den schönsten Bereich in der Batcave. Ja, das ey. Stimmt. Das ist schon ein guter Ausblick. Wir gehen mal ganz kurz nach oben hier durch meinen Aufzug. Schau mal, so. Und dann kann ich dir mal ganz kurz mein Haus zeigen. Wir kommen ist natürlich. Ist das sicher da? Wie bitte? Also, kommt man da auch nicht einfach so rein. Hey, natürlich ist das da sicher. Das ist das sicherste Haus überhaupt. Hier ist noch nie was passiert. Guck mal hier. Hier ist ein wunderschöner Innenhof, den ich hier habe. Ja? So ganz das ist schön. Echt hübsch. Ne? So, dann kann man hier einmal durchgehen. Kommen wir im Wellnessbereich an. Hier ist mein Hot Tub mit einem Gefängnis. Da? Da hat Gamers Time mal kurz gewohnt. Kann ich da wohnen? Willst du hier wohnen? Nein, ich will in der Batcave wohnen. Ja, gut, ist auch eigentlich schöner, kann ne? Kann ich auch mal da hingehen? Ja, natürlich. Okay. Das kriegen wir auf jeden Boah, Fall. Boah, so hin. Da mit Lava unten drunter. Naja, natürlich, Alter. Clever. Ganz oh clever, Gott. Oder? Richtig gut gemacht. Dann gehen wir einmal hier. Dann haben wir hier einmal meine wunderschöne Villa mit Diamantblöcken verziert und so weiter und so fort. Also das läuft auf jeden Fall. Schau mal hier meine wunderschöne Küche, ja. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Essbereich, ja. Sieht auch ganz gut aus. Dann ist hier ein Kamin, ne? Es ist nicht langweilig, ich bin nur voll müde. Alles klar, das will ich für dich hoffen, mal, weil du wohnst jetzt Block. Hier, ne?
So, jetzt. Ja. So, guck mal, hier ist mein wunderschöner Kamin mit einem richtig schönen Ausblick einfach. Wow. Dann haben wir hier meinen geilen Fernseher mit einer geilen Sitzecke und sowas. Dann ist hier mein Skypool, Jody, schau mal hier. Noch einer. Ne? Dann haben wir hier meinen Revi-Ballon. Oh mein Gott, da steht aber jetzt P drauf. Petrit, diese kleine Missgestalt, der hat einen P daraus gemacht. Wie unreif, Mann! Leute, das werden wir auf jeden Fall ändern. Das war auf jeden Fall ein Revi-Ballon, der hat Gamers-Time mir gebaut. Gamers-Time hat das gebaut? Ja, Gamers-Time hat das gebaut und ich habe das Haus gebaut. Wie ist der da hochgekommen? Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht. So, schau mal hier, dann haben wir hier meine Dusche, die ist auch ganz schön. Und wenn man nämlich hier drauf drückt. Oder sowas habe ich auch immer gemacht. Kommt kein Wasser. Das ist kaputt bestimmt gemacht worden, genau. Dann haben wir hier, wie gesagt, mein Schlafzimmer, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Schau mal hier. Na, das ist auch ganz schön eigentlich. So. Das ist ein kleines Bett. Das ist ein kleines Bett. Die Minecraft sehen so small aus. Ja, das stimmt, aber guck mal, ich meine, wie groß bin ich denn? Also das passt eigentlich. So, guck mal hier, und dann geht's hier nämlich nochmal nach unten. Und dann haben wir hier den wunderschönen Ausblick. Und hier unten, Leute, hier unten kommt dann, wie gesagt, jetzt bald meine Yacht hin. Ich wollte jetzt eigentlich in der nächsten Folge mit dem Yachtbau anbeginnen, Jody. Denn ich werde mir eine richtig kranke Luxusjacht bauen. Es wird richtig, richtig heftig werden. Und die Leute warten schon seit Jahren drauf. Aber es wird auf jeden Fall kommen in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, Jody, schau mal. Wir gehen jetzt erstmal runter und werden jetzt erstmal in der Bedcap dafür sorgen, dass du dich da wohlfühlst, oder? Ja, ich finde das noch nicht so ganz so geil eigentlich. Findest du noch nicht so schön da? Ist schon ganz geil. Also ist schon sehr schön so. Ja. Aber nicht so gemütlich, wenn ich da wohnen will. Da okay, pass mal auf. Dann schauen wir mal ganz kurz, was wir noch für dich tun können. Ich hätte gerne. Ja? Ich will auch so ein bisschen Bücher haben. Bücherregale noch zu haben. Na, warte mal. Also, habe ich denn hier irgendwo. TNT habe ich hier. TNT brauchst du nicht. Das ist eine gute Ansage. Hier haben wir 6 Bücherregale zum Beispiel. Das können wir schon mal runterpacken. Möchtest du ein gelbes Sofa beispielsweise haben? Ein schönes gelbes Sofa. Nee, das ist lieber das daneben. Das pinke. Da? Das pinke Sofa? Ja, pinkes okay, Sofa. Okay. Pass mal auf. Dann machen wir das. Was hältst du von Pink? Pink-Rosa. Pink-Rosa ist doch. Pink-Weiß. Pink-Rosa. Pink-Weiß ist doch eine schöne Kombi, oder? Okay. Ein Fernseher oder so. Ein Fernseher. Das kriegen wir auch hin. Pass mal auf. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwo Glas haben, das haben wir auch noch, ja. Und ein Bild müssen wir noch irgendwo haben, ich muss noch irgendwo Wolle hier haben, da ist sogar eine. Perfekt, ey Jody, ich bin so krank vorbereitet auf deinen Einzug, ne. Ich find's echt schön, dass du jetzt am Start bist. Ne? Und Leute, ich schwöre bei Gott, derjenige, der Jody umbringt, ich sag's jetzt hier und heute, der wird sein Leben nicht mehr glücklich werden. Der kriegt erstmal Hate von mir, von meiner Community und von der Community von Jody und dann werde ich denjenigen einfach zerstören. Also Gomme, sollte ich noch einmal wagen, Jody in irgendeiner Art und Weise anzufassen, ja? Hat er mich schon mal angefasst? Nee, aber andere Villager, die ich da unten einziehen lassen habe. Ich habe sogar Petrits Vater da unten mal kurz Zeit gewohnt. Gomme hat den direkt umgebracht. Richtig traurig eigentlich. Boah, wer? Ja, Gomme ist auf jeden Fall geistkrank gewesen. Möchtest du. Der soll sich wagen. Hier, schau mal, wir holen dir noch ein paar Blätter dazu, Blätter, ne? Ganz wichtig, ganz viel. Dass wir dann noch, dass wir dann noch ein, genau, ein paar Blumen dahin machen. Ranken, Kaktus vielleicht. Ranken, toll, so, hier, das nehmen wir mit. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwo. Hier, Flowerpots, perfekt. Da können wir dir nämlich noch ein paar Pflanzen dahinstellen. So, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz runter. Sowas hole ich dir auch noch dahin, Jody. Wie gesagt, wir müssen das leider Gottes mit Glas einzäunen, weil das die Gefahr ist, dass du wegläufst und du trinkst, ist doch relativ groß. Man kennt das ja von dir, ne? Ja. Du bist ja immer ein bisschen verwirrt unterwegs. Ja, und wenn du dann ins Wasser steppst und dann einfach da ertrinkst, das wollen wir natürlich nicht an dieser Stelle, weißt du? Eben. So, pass mal auf. Ja, ist schön, dass du jetzt bei CraftTech dabei bist, Alter. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich komme ja, wenn du gute Zeit. Ja. Keine Let's Plays dann auf meinem Gaming-Kanal. Ja, keine Let's Plays von CraftTech. Genau. Würdest du denn welche machen wollen? Nee, ist zu stressig tatsächlich, ist oder? Auch viel zu, also ich bin da, ich kann das nicht so. Du kannst keine Let's Plays machen? Nee. Ich kann dir helfen. Nee, willst du keine Hilfe? Nee. Okay, gut, pass mal auf. Geht, dann packen wir mal ganz kurz hier ein wenig noch Glas hin. Ich glaube, ich habe viel zu wenig mitgenommen, aber das ist ja gar kein Problem, Jody. Guck mal hier. Dann machen wir einfach den hier und dann läuft das wieder. Ne? Das ist krass, wie schnell ich craften kann, oder? Abgefahren. Das macht die Frau noch echt. Also deshalb magst du mich auch so sehr, oder? Genau, weil ja. Weil ich der schnellste Crafter bin. Wieder ein, da war noch ein Platz. Ja, das ist alles gut hier. Oh, hier, schau mal hier. Pack. So, sehr schön. So, dann machen wir hier aber wie gesagt ein bisschen Glas hin. Du musst natürlich auch einen großen Bereich hier haben für dich. Nur das soll ja auf jeden Fall auch alles soweit stimmig sein. Ja. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall jetzt endlich einen ersten Bewohner hier in der Bedcave, Leute. Gamers Time zieht hier übrigens noch mit ein. Ne? Keine Sorge. Gamers Time hat einen eigenen Bereich, da musst du dir keine Sorgen machen. Gamers Time ist auch nur. Wie bitte? Ja, gar nicht. Wie du da rauskommst? Nee, musst du ja auch nicht. Nee, aber du. Ich? Achso, ja, das kriegen wir schon hin. Das ist kein Problem. Da musst du dir keinen Kopf machen. Ich habe das schon alles durchkalkuliert und durchgeplant. Das passt schon alles. So, pass mal auf hier. Machen wir nochmal den hier. So, sehr schön. Jetzt kann mich ja auch gar keiner mehr töten. Ja, doch, kann theoretisch schon, wenn jemand das unbedingt will, dann könnte. Stimmt, der geht ja gar nicht. Kann man ja gar nicht. Das ist so sicher. Das Sicherheitssystem ist so krass. Stimmt, du hast recht. Das ist so krank sicher. Unnormal. So, schau mal hier. Dann würde ich sagen, machen wir vorne so eine kleine Küche hin. Ja, hier so. Dass die quasi halt hier so in die Ecke machen, ja, weißt du? Direkt schon kochen. Ne, genau, hast auch schon direkt Hunger bekommen. Pass mal auf, möchtest du einen Homeboy haben? Guck mal hier, stellen wir dir noch einen Homeboy hier hin. Wer ist das? Das ist Günni. Günni ist ein super sachter Typ und er ist echt nice drauf, also ist echt nett. Kann ich nur empfehlen, Günni ist ein super Typ.
Pass auf, wir fahren mal ganz noch ein bisschen von dem Cobblestone, damit wir auf jeden Fall genügend haben, um dir noch einen Ofen zu machen, damit du dir was kochen kannst. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ne? So, pass mal auf, hier so. Dann setzen wir den hier vorne in die Ecke. Wie gesagt, das wird alles noch ausdekoriert. Da? Ja. Das gefällt dir dann sonst ja, nicht. Okay, gut, dann machen wir es so. So, schau mal hier. Dann würde ich sagen, bauen wir doch erstmal dein Sofa, ne? Guck mal, dein Sofa. Soll doch hier vorne oder hier in die Ecke so, ne? Obwohl, das müsste ja eigentlich andersrum sein, damit ich so Fernsehen gucken können. Da muss ja eigentlich der Fernseher stehen. Wo denn? Und hier kommt der Fernseher. Alles klar, du bist hier Innenarchitekt, du weißt, was läuft. Mhm. Okay, pass mal auf. So, hier mal weg damit. Gehen Sie bitte beiseite, Frau Galussi. Dankeschön. So, hier, pass mal auf. Dann machen wir hier das Sofa ganz kurz hin. Guck mal, dann läuft hier schon. Wenn du dich schlägst, dann tötet die dich, ne? Ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? Ist wie in Real Life. Ist wie in Real Life. Wenn ich dich box, kriege ich selber auf Schnauze. Ist ein bisschen nah dran, oder? Bisschen nah dran. Ja, weil es ist auch nicht gut für die Augen so, ne? Nee, ist überhaupt nicht gut, Leute. So, pass mal auf. Dann machen wir das mal so. Dann muss ich sagen, so hier, so. So, ne? Ja, schon besser. So, dann packen wir nämlich hier ganz kurz. Jetzt habe ich leider, pass auf, wir machen ein Holzsofa, ist auch ganz schön. Guck mal. So, ja, das ne? Das sieht toll aus. Schöne Farbkombi. Ne, meine ich doch, oder? Danke. So, schau mal hier, dann packen wir nämlich hier den Fernseher hin. Oh, Jody, das wird ein wunderbares Haus hier werden, ohne Witz. Ich fühle das schon. Du wirst dich richtig wohl da fühlen, ich sag's dir. Das ist dein kleines Domizil, was wir hier gerade bauen, ey. Das wird eine richtig schöne Zeit für dich. So, schau mal hier, so. Dann können wir nämlich jetzt hier ganz kurz hingehen und das Bild dranhängen. Dann kriegst du natürlich einen schönen großen Flatscreen. Ja, warte mal, das ist ja. Das muss natürlich hier richtig laufen. Nee. So. Oder? Ja. That's good, right? Toll, tolles Perfect. Programm auch. Perfekt. Ja, ne? Lotusblüten schaust du am liebsten ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein paar von diesen Weins hin, weißt du? So, das ist hier schon Wein, oh mein Gott, ne? Dann kann ich berühmt werden. Richtig, genau. Wein. Geil. Oh, lustig. So, dann können wir hier noch mal ganz kurz den hier machen. Und dann stellen wir hier noch mal davon einen hin. So, dann machen wir davon einen hier rein. So. Schön, dann machen wir davon einen hier rein. So, guck rein mal. Rein in den Fernseher, ne? Noch, damit man so ein bisschen die Augen mal entspannen kann vom Fernsehen. Von einfach mal, dass wir hier noch einen Flowerpot in den Fernseher stellen. Welche Pflanzen möchtest du denn haben? Die so? Grüne, ja. Sehr schön. Guck mal. Das sieht doch schon mal ganz schön aus, oder? Ich finde das auch. Machen wir hier nochmal eine Fackel hin. Ich finde das Licht nicht so schön. Kann man das machen mit so Glowstone? Ja, muss ich da noch farmen. Habe ich leider gerade keinen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schau mal, Jody. Das ist jetzt der erste Entwurf. Ist natürlich noch lange nicht fertig, Leute. Und da kommt sicherlich noch was dazu. Aber, Jody, ich würde sagen, du bist auf jeden Fall jetzt erfolgreich bei mir eingezogen. Ich finde es sehr schön, dass du am Start bist, ne? Ja, finde ich auch. Freut mich auf jeden Fall, Leute. Schaut auf jeden Fall mal bei Jody vorbei. Ich würde sagen. Ist das da? Kann man das noch wegmachen, dass das da schöner aussieht? Ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack, Leute. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Jody vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Hast du jetzt so ein Haus auch für uns in echt? Ja. Findest du das geil? Ja, ich will, dass du das ausdruckst und deinem Architekten gibst.